Es ist Anfang Oktober und die Pflanzzeit und das Setzen von Setzlingen von Kulturpflanzen wie zum Beispiel Grünkohl ist eigentlich so ziemlich vorbei. Jetzt sollte eigentlich schon das Wintergemüse eine beachtliche Größe haben, damit es halt auch die Fröste übersteht. Aber ein Superfood kann man immer noch am Anfang Oktober je nach Witterung noch einpflanzen und in dem Video wird es heute um besagte Superfood gehen. Radpause, dann kommen wir zu meiner Freundin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier in meinem Peace-Projekt. Und das Superfood, was ich am Trailer oder am Anfang des Videos erwähnt habe, dabei handelt es sich um den guten Knoblauch, den kann man jetzt setzen, beziehungsweise die Knoblauchzehen kann man setzen und den dann überwintern lassen. Und dann kommt er im Frühjahr weiter und kann man dann Anfang Juni ernten. Allgemein habe ich den Knoblauch, habe ich eine Sorte von der Aromagärtnerei der Flora, wo ich die Sorte, glaube ich, Spanish Rojo bestellt habe, die kann ich dann später noch zeigen. Und dann habe ich noch viele Knoblauchzehen von meiner Tante aus Russland. Als meine Mutter noch drüben war, hat sie mir dann welche mitgebracht und das sind ungefähr so 40 Zehen, die ich dann auch alle einpflanzen werde hier bei mir im Garten, im Schrebergarten und unten auf dem Acker. Schaue ich halt einfach mal. Und wichtig eigentlich beim Knoblauch zu sagen ist, dass man den sowohl jetzt September, Oktober setzen kann an seinen Platz oder am Anfang Frühjahr. Der Vorteil ist, wenn man den jetzt zum Beispiel um diese Zeit setzt, dass die Knollen später dann eine beachtliche Größe haben werden, beziehungsweise größer werden als die im Frühjahr. Da muss man halt abwägen, ob man die jetzt schon im Winter setzen möchte. Wenn die Beete noch nicht vorbereitet sind, hat man wahrscheinlich dann eher weniger die Möglichkeit. Beim Knoblauch allgemein ist halt auch zu sagen, dass ihr ja schauen solltet, dass ihr einen Knoblauch verwendet, der hier an unsere Region auch so ziemlich angepasst sind. Meine Tante lebt in Russland, die haben ungefähr ein gleiches Klima und das, glaube ich, habe ich schon mal in einem Video erzählt, Russland hat 8 oder 9 Klimazonen oder Zeitzonen, die haben unterschiedliche Klimas und da ist es nicht nur Winter und kalt. Da gibt es auch Regionen, wo es auch richtig warm werden kann. Und wie gesagt, die im Supermarkt oder im Bioladen zum Teil, die Knoblauchzehen sind meistens aus Ägypten oder Spanien, wärmere Region halt oder sonst Lateinamerika. Und die sind halt eher an deren Klima angepasst. Und es kann halt sein, wenn ihr diese verwendet, dass die bei uns eher weniger schießen. Das ist halt so, dass der Knoblauch allgemein einen sehr sonnigen Standort benötigt. Sollte auch ein bisschen windig sein, damit sich ja zum Beispiel auch Schädlinge, wie zum Beispiel so eine gewisse Knoblauchfliege, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, dass die halt dann sich dann nicht ansetzen kann. Aber der Knoblauch sollte schon einen sonnigen Standort haben. Allgemein zu den Bodenverhältnissen ist es halt auch zu sagen, er braucht halt ein bisschen lockeren Boden und weil halt die Knolle nicht so tief wurzelt, ist halt Staunässe nicht so gut bei der Knolle allgemein. Die Knoblauchzehen solltet ihr dann ins Beet, wenn ihr zum Beispiel eine Reihe setzt, für den Winter ziemlich tief setzen, ungefähr 6 cm. Da ist mir zum Beispiel passiert, Montag oder am Dienstag war dieser Frost bei uns in Bayern und da ist mein tatarischer Buchweizen schon abgefroren, weil die Wurzeln zu weit oben an der Oberfläche waren, beziehungsweise der Buchweizen nicht zu tief in der Erde drin war. Deswegen ist er mir abgestorben. Deswegen solltet ihr auch darauf achten, dass ihr halt zum Beispiel den Knoblauch auch richtig tief setzt, damit er auch überwintert.
Okay, Vorsicht, da war gerade eine Wespe in meinem Mund. Oh, da ist sie wieder. Ist wahrscheinlich, weil ich vorhin eine Honigmelone gegessen habe, an meinem Mund gewesen und wollte was Süßes haben. Naja, also genau, weiter zum Knoblauch. Abstand ist halt auch wichtig, wenn ihr die halt in eine Reihe setzt, dass der Knoblauch auch genug Platz hat, also so circa 10 cm, weil ihr dann sonst, da könnt ihr mit der Hacke besser zum Beispiel das Beikraut weghacken, damit die Knollen auch schön groß und stark werden, weil halt das Beikraut auch hier ein Problem sein kann und da tut es euch einfach wesentlich einfacher, wenn ihr halt genügend Abstand für den Knoblauch verwendet allgemein. Auch zu erwähnen ist halt auch, dass es mehrere Arten gibt, wie ihr Knoblauch kultivieren könnt. Ich habe euch jetzt die Methode mit den Zehen erklärt. Die Zehen sind halt einjährig, die kann man, wie gesagt, jetzt im Herbst oder im Frühjahr setzen. Man kann auch die Bulbillen setzen. Das ist halt, wenn die Pflanze dann zum Beispiel im Juni oder August weiter austreibt, Blüten bildet und die Pflanze sich weiterentwickelt, dann entwickelt sie an den Stängel so kleine Knoblauchzehen oder knoblauchartige Pflänzchen aus. Das sind diese Bulbillen. Die könnt ihr auch ernten, in die Erde stecken und daraus werden dann halt eine kleine Zehe und aus dieser Zehe könnt ihr dann wieder eine ganze Knoblauchknolle kultivieren. Das ist aber eine Methode, die halt 2 Jahre dauert, aber zum Beispiel in Russland ist es halt gang und gäbe, dass man beide Methoden macht, um einfach dann in den folgenden Jahren einfach mehr Ertrag zu haben. Also da nutzt man wirklich jede Gelegenheit, die man hat, um bestimmte Nahrungsmittel zu kultivieren. Also sowohl mit den Zehen als auch mit den Bulbillen. Genau, das ist halt jetzt so ziemlich das, was wie man in Knoblauch kultivieren kann und ein paar Eckinformationen. Was auch noch sehr gut zu erwähnen ist, warum ich den Knoblauch als Superfood beachte. Also nein, man kann ihn zwar essen, aber ich bin jetzt mehr nicht so der Freund vom Knoblauch und so viel ist auch nicht gut, auch wenn es in der rohveganen Szene diese Parasiten gibt, aber das so nur so nebenbei. Den Knoblauch möchte ich halt deshalb kultivieren, weil er auch viele verschiedene Pilzkrankheiten fernhält und schädliche von anderen Kulturpflanzen aufgrund von dem starken Geruch und dem Aroma. Zum Beispiel ist halt eine hervorragende Mischkultur der Knoblauch und die Erdbeeren. Und da möchte ich halt zum Beispiel in meinem zukünftigen Erdbeerfeld möchte ich halt auch Knoblauch zwischen reinsetzen, aber auch bei Gurken für Mehltau oder bei der Braunfäule für Tomaten möchte ich es halt auch einfach ausprobieren, dass ich zum Beispiel im Gewächshaus oder hier unserem selbstgebauten Gewächshaus einfach zwischen den Tomatenpflanzen und den Gurkenpflanzen einfach mal Knoblauch mit reinsetze und schaue, ob die halt weniger schädlingsanfällig sind und ob halt weniger Pilze kommen. Deswegen sehe ich halt den Knoblauch als Superfood, weil der halt so für mich wie Superman ist, der die kleine Erdbeere beschützt, die ich dann genüsslich vernaschen kann. Jetzt weißt du, warum ich den Knoblauch als Superfood beachte. Weniger in der Küche, sondern hier mehr draußen beim Anbau als Mischkulturpartner. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus dem Video mitnehmen, konntest was lernen und einfach mal ausprobieren, ob es auch bei euch im Garten, im Balkon mit dem Knoblauch super funktioniert. Ihr könnt mir einfach eure Erfahrungen unten in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr schon mal Knoblauch kultiviert habt. Sonst würde ich mich über eine Bewertung in diesem Video sehr freuen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr es auf Social Media Kanäle wie zum Beispiel Facebook, Twitter, wenn einige von euch auf Human Connection sind, auch dort gerne verbreiten. Sonst könnt ihr auch noch kostenlos den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, genießt nochmal die herrlichen und schönen Herbsttage und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.